Unsere Motivation, die Umweltcharta zu machen, lag eigentlich darin, dass wir sehen, dass bei allen Papierfirmen, aber überhaupt bei allen Firmen, immer wieder Umweltbroschüren mit sehr vielen Bäumen gezeigt werden. Und wenn man es genau durchliest, ist eigentlich kaum Inhalt drin. Und die Papierindustrie hat doch verschiedene Bereiche, die Umwelt betreffen. Und dann haben wir eigentlich nur ganz banal uns gesagt, wir werden mal alle Umweltbereiche anpacken. Das sind die vier Säulen unserer Umweltcharta und haben die beleuchtet und haben die eben auch mit Fakten hinterlegt, sodass für uns jetzt die Umweltcharta eben ein Standard ist, den wir für uns auferlegen und der auch eine Qualität hinsichtlich der Umwelt für unsere Kunden dann darstellt. Also die Motivation für uns, den Umweltgesichtspunkt weiter voranzutreiben, liegt eigentlich zum einen darin, dass wir uns als eine deutsche Firma sehen und wenn man viel in der Welt rumkommt, merkt man einfach, dass wir da eine Vorreiterrolle haben. Der Hauptantrieb ist dann, dass es eigentlich irgendwann dann auch Spaß macht. Irgendwann ist es dann ein Pläsier, diesen Zielen nachzugehen, weil sie auch sich selber, die Mitarbeiter und irgendwo dann auch die Kunden motiviert, einfach an diesem Ziel festzuhalten. Wenn es um die Umsetzung unserer Umweltprojekte geht, gibt es an und für sich gar keine Grenzen. Also wir gehen alles an, was sinnvoll ist. Das Einzige, wo ich manchmal meine Zweifel habe, ist, ob der ein oder andere Grenzwert dann noch sinnvoll ist. Und so sehr ich ein deutscher Umweltfan bin, so sehr bedauere ich dann manchmal, dass wir in Richtung von Grenzwerten gehen, die absurd sind. Unabhängig davon sollte man meines Erachtens immer versuchen, einen Schritt weiter zu gehen oder vielleicht neue Felder zu besetzen, weil auch das Umweltthema hat, was die Vielfalt der Bereiche angeht, grenzenlose Möglichkeiten. Also unser primäres Interesse ist gar nicht so sehr die CO2-Neutralität, sondern das Idealziel ist, CO2-frei zu sein. Und da sind wir schon einige Schritte vorangegangen. Wir haben Wasserkraftwerke, die eben keine Emissionen haben. Oder wir haben zum Beispiel Prozesse, wo wir Abwärme haben und dort eben quasi auch umsonst die Energie dann geschenkt bekommen. Und danach sollte man meines Erachtens trachten, nicht nur die CO2-Neutralität, sondern schlicht und ergreifend Prozesse, die CO2-frei sind, hinzubekommen. Ein entscheidender Impuls meines Erachtens, um die Umweltgedanken weiterzutreiben, und das mag sich jetzt vielleicht auch komisch anhören, sind steigende Energiekosten. Wir brauchen, so sehr es mich als Papierhersteller stört, aber wir brauchen insgesamt auf der Welt viel höhere Energiepreise, damit wir mit der Energie viel sorgsamer umgehen und dann haben wir automatisch viel weniger Emissionen. Und nachdem meines Erachtens 99% der Menschen, auch wenn sie was anderes oft vorgeben, nur vom Geld getrieben sind, müssen wir uns eigentlich freuen über die momentanen Energiepreiserhöhungen, so sehr es einen selber stören. Aber das Stören heißt ja dann auch nichts anderes wieder, dass man beginnt, Einschränkungen vorzunehmen und Einschränkung ist ja Sparen. In 10 Jahren wäre es unser Wunsch, mein Wunsch, dass wir umwelttechnisch, um mit dem anzufangen, unsere Firma in allen 4 Disziplinen, die unsere Umweltcharta angehen, einfach noch 1-2 Schritte weiterbringen. Das wird harte Arbeit, aber da sehe ich einfach noch Potenzial, dass wir einiges erreichen können. Sei es den Wasserverbrauch, sei es die Energieeinsparung, sei es die Energiegewinnung und auch die Abfallverminderung. Als Firma ist unsere große Vision, das hat jetzt gar nicht direkt mit der Umwelt was zu tun, dass wir im Konzert der Großkonzerne, die halt nun mal in unserer Industrie herrschen, eine Stellung uns derart hervorarbeiten, dass wir die Marke für hochwertiges Papier auch beim Endkonsumenten sind. Momentan sind wir sehr bekannt und auch erfolgreich bei B2B-Anwendungen, aber auch beim Endkonsumenten möchten wir eigentlich die Marke werden, wo der Konsument sagt, Herrschaft, das ist ein gutes Papier, das würde ich gerne verwenden. Und mein privates Ziel, das schließt sich dem fast an, ist, dass in 10 Jahren ich als rüstiger Silversurfer dann
noch so viel Kraft habe, einfach an diesen Sachen zu feilen und dass die Firma dann so gesettelt ist, dass man eben dann sich neuer Projekte annehmen kann. Ich glaube, auch im Zusammenhang mit den neuen Medien und auch mit dem Internet ergibt sich gerade für kleine Firmen wie die unseren Riesenmöglichkeiten, und die wollen wir eben die nächsten 10 Jahre intensiv ausschöpfen, und da freuen wir uns sehr drauf.